Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hashimoto 360 Grad. Heute zu einer ja doch recht ungewöhnlichen Zeit. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen den Redaktionsplan umzuwerfen, neu aufzustellen, sodass es wieder regelmäßig Live-Content geben wird hier auf Facebook, auf der Facebook-Seite und auch in meiner Facebook-Gruppe. Das wird sich jetzt alles noch, wie sagt man so schön, schütteln und dann werden wir über den Sommer hinweg daran arbeiten, dass auch du wieder regelmäßig mit wichtigem Content versorgt wirst rund um Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion. Ich habe in meiner Facebook-Gruppe gefragt, was da den Jungs und Mädels so am Herzen liegt und wir sind auf ja, den großen Oberbegriff gekommen. Wie stellst du am einfachsten deine Ernährung um? Es gibt ja den einen oder anderen, vielleicht kennst du das, der steht morgens auf, sagt so, Ernährungsumstellung, jetzt geht's los, alles was blöd ist, rot. Weg. Und alles, was gut ist, her, tada. Und es gibt aber auch die Menschen, die fangen an. Heute nehme ich zum Frühstück ein Smoothie und zum Mittag gibt es die Schweinshaxe mit Sauerkraut und Knödeln und zum Abend gibt es Brot. Morgen gibt es zum Frühstück ein Smoothie, zum Mittag einen schönen Salat mit selbstgemachtem Dressing und zum Abend das Brot. Und dann am dritten Tag gibt es den Smoothie, den Salat und zum Abend noch ein bisschen Hirse und noch ein bisschen gedünstetes Gemüse oder ein bisschen Rührei. Die machen das also schrittweise. Es gibt natürlich, dann wäre die Folge aber nach 2 Minuten zu Ende, Menschen und auch Ernährungsberater, die sagen, hier, friss oder stirb würde jetzt hier natürlich nicht reinpassen, weil wir wollen natürlich essen, wollen uns optimal ernähren, um wieder genug Energie zu bekommen und um wieder mehr Lebensfreude zu bekommen. Das ist nämlich das, was mir am Herzen schon wieder mir am Herzen liegt. Ich bin Peter, der Hashimoto-Mentor und sorge eben auch dafür, dass die Menschen wieder mehr Lebensfreude haben, mehr Spaß am Leben, mehr Energie haben, sodass sie tatsächlich morgens aus dem Bett springen und schon vor dem Wecker klingeln wach sind. Das ist mein Ziel. Das ist meine Mission, meine Passion. Und aus dem Grund gibt es heute genau 3 Tipps, die ich dir mitgeben möchte. Der eine, dass du einfach anfängst, umzustellen und loszulegen, den lassen wir mal außen vor. Es gibt aber noch andere Wege, verschiedene Wege, um das Ganze anzupacken. Wie eben schon gesagt, gibt es wirklich verschiedenste Wege. Wir gehen heute mal den Weg, das Ganze Schritt für Schritt anzupacken. Im Idealfall hast du dir nämlich schon mal Gedanken gemacht, bist vielleicht über meine Internetseite auf diese Seite, auf hier auf die Facebook-Seite gestolpert oder umgekehrt. Hast schon mal ein bisschen in meinen Podcast reingeschnuppert oder hast auch schon mal in meinem YouTube-Kanal oder auch in vielen, vielen anderen. Es gibt ja noch ganz viele andere Menschen, die sich mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion beschäftigen und Informationen dazu rausgeben. Also der Idealfall ist, du hast dich damit schon mal befasst, weißt, was dir gut tun könnte, weißt, was du anpacken kannst, was also in deine Küche rein soll und was rausgehört. Nun ist hier natürlich die große Herausforderung, wenn du das alleine machst, ist das überhaupt kein Problem, dann fängst du an. Wenn du jetzt aber noch die Familie mit dabei hast und dann auch noch Kinder, die was jetzt nichts Schlimmes sein soll. Ich habe ja auch genug davon. Aber die Herausforderung ist mit der Familie, die haben sich an ein gewisses Geschmacksmuster gewöhnt, die haben sich an die Industrienahrung gewöhnt, wenn du sie denn genutzt hast, oder haben sich natürlich ein gewisses Geschmacksmuster aufgebaut. Sei es die Süße im Essen, das Salzige im Essen, das Fettige, das Leite, wenn du Leitprodukte nimmst, die Kohlenhydrate, die Nudeln und so weiter und so fort. Es ist also ein gewisses Geschmacksmuster geprägt worden, das einfach da ist. Das wirst du vielleicht schon mal festgestellt haben, wenn du eine Diät gemacht hast und auf einmal stehen, Achtung, Triggerwarnung, auf einmal stehen die Hotdogs auf dem Tisch und du weißt genau, wie die Dinger schmecken, oder? Wenn du gerne zu Ikea gehst, die nächste Triggerwarnung, du weißt genau, wie die, selbst ich weiß es noch und ich war schon ewig nicht mehr bei Ikea, wie die Hotdogs schmecken. Du hast sofort den Geschmack parat. Und da ist es natürlich schwer, gegen diesen Geschmack, gegen diese abgespeicherte Erinnerung anzugehen mit neuen Sachen. Zumal ja
eine neue Nahrung und neue Lebensmittel, neue gewürzte Dinge eine Weile brauchen, um bei dir die Geschmacksnerven auch frei zu haben, damit du sagen kannst, ich schmecke das jetzt mal anders. Die Geschmackssensoren sind ja alle noch belegt von der Nahrung, die du schon eine Weile zu dir nimmst. Jetzt nehmen wir mal an, du hast dich also optimalerweise schon informiert, weißt, was jetzt für dich drankommt und jetzt geht's los. Jetzt kannst du, wir fangen heute mit Schritt 1 an, jetzt kannst du natürlich mal auch mit der Familie zusammen, das ist am besten. Ich sage zwar in meinen Ernährungsberatungsgesprächen oder in den ganzen Umstellungsprogrammen, die ich begleite, dass es vielleicht einfacher ist, für die Familie mitzukochen oder die Beilagen anders zu kochen. Aber wir machen das heute mal komplett anders. Wir gehen diese Schritte tatsächlich einmal durch und du schaust, was du da für dich mitnehmen kannst. Punkt 1. Punkt 1 ist, du probierst einfach mal die neuen Lebensmittel aus, die für dich in Frage kommen. Und zwar so, dass du sie stückchenweise mit, Schritt für Schritt mit einfließen lässt in euren Tagesablauf, in eure Mahlzeiten. Dass du hier dann anstatt Reis vielleicht mal Hirse kochst oder Quinoa kochst und guckst, was sagt die Familie dazu. Dann guckst du, wenn du viel in Restaurants unterwegs bist oder wenn du auch hin und wieder mal im Restaurant bist oder unterwegs bist und da was isst, was kannst du da für dich mitnehmen. Was kann auch die Familie mitnehmen? So kannst du langsam mit diesem ersten Schritt deine Familie und auch dich daran gewöhnen. Es gibt noch was anderes als Reis, Kartoffeln, Nudeln. Es gibt dann beispielsweise auch die Hirse, die Süßkartoffeln oder Quinoa. In Schritt 2 gehst du dann weiter und sagst, okay, wir haben uns jetzt mal ein paar Sachen angeschaut. Wir haben mal die Hirse gegessen, wir haben mal Quinoa gegessen, wir haben mal Pastinaken probiert. Wir haben mal Süßkartoffeln probiert. Ab heute gibt es keine Nudeln mehr oder es gibt keine Kartoffeln mehr. Wir haben jetzt ganz viele Alternativen, liebe Familie, und die werden wir jetzt zu uns nehmen. Was von diesen Alternativen schmeckt euch denn am besten und wodurch können wir jetzt die Kartoffeln ersetzen oder den Reis? Schon hast du deine Familie mit einbezogen, hast hier eine Alternative mit angeboten und die Familie kann sogar entscheiden, was von den Alternativen gegessen wird. Hier kannst du auch mischen. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, Süßkartoffeln, Möhren, Pastinaken sind wunderbar, wenn du das als Bratkartoffeln mit anbietest. Da kann auch noch Kohlrabi mit dazu. Also hier hast du schon eine bunt gewürfelte Wurzelpfanne. Und beim dritten Punkt geht es dann wieder einen Schritt weiter. Du suchst dir das nächste Lebensmittel aus, worauf ihr verzichtet und wo es dann Alternativen gibt. Und hier ist es tatsächlich dann wichtig, dass du Stück für Stück mit deiner Familie auch sprichst, was schmeckt ihnen, was schmeckt ihnen nicht von den neuen Sachen, damit es da keine großen Probleme gibt und keinen Streit oder keinen Kampf. Weil wenn etwas mit Druck gemacht wird, ist es natürlich dann immer wieder die Möglichkeit, dass es dann Gegendruck gibt und dann irgendwann sperrt sich die Familie und sagt, nee, ist nicht. Auf der anderen Seite möchte ich dir hier neben diesen drei Tipps noch einen Tipp für die Familie mitgeben, wenn du überlegst, du bist quasi das Rückgrat der Familie mit deinem Mann zusammen, mit deiner Frau zusammen. Also ihr seid die Wichtigsten bei euch in der Familie. Natürlich sind auch die Kinder wichtig, aber wenn es euch nicht gut geht, dann ist auch der Rest der Familie immer wieder unter einer kleinen Anspannung, weil sie schauen müssen, was können wir tun, damit es Mama oder Papa wieder besser geht? Was haben wir hier für Möglichkeiten, um wieder mehr Energie in Mama oder Papa reinzubekommen? Ich habe es jetzt in meiner Facebook-Gruppe gelesen, bei einem Kommentar. Morgens aufstehen, Frühstück, zur Arbeit gehen, nicht so viel mitnehmen auf Arbeit, weil da nicht so viel Möglichkeit ist zu essen. Ja, und dann kommt man 16, 17 Uhr nach Hause und der Dampf ist raus. Natürlich ist der Dampf da raus, weil das schon ein ewig langer Tag war, die Energie irgendwann mal raus ist. Wenn man dann noch zu wenig Essen mit hat und von dem zu wenig Essen dann auch noch das Falsche, dann ist natürlich klar, wenn du eine Dampflok nur mit Holz fütterst und vielleicht mit wenig Holz, mit nur ein bisschen hier Holzgestrüpp, ein paar kleine Äste, dann wird die auch nicht mehr lange fahren oder nicht immer auf Hochtouren fahren können. Es ist also wichtig, dass du immer ausreichend Essen dabei hast und das richtige Essen, was für dich mehr Energie bringt in den Körper als Energie klaut. Denn es gibt ja auch Nahrungsmittel oder Nahrungsmittelgruppen, die dir eher die Energie klauen. So. Da haben wir schon mal drei Tipps plus einen Tipp für die Familie. Wir fassen nochmal zusammen. Du
schleichst schon mal so ein paar Nahrungsmittel ein, lässt hin und wieder mal so eine kleine Portion von den neuen Nahrungsmitteln, die du in die Familie einführen möchtest, in den Ernährungsplan einführen möchtest, in der Familie stehen, dass das Ganze auch gegessen und gekostet werden kann. Und dann wird Stück für Stück gestrichen. Alternative für Kartoffeln, Alternative für Nudeln beispielsweise. Und wie es dann weitergeht, die restlichen vier Tipps, die erfährst du morgen am Donnerstag, den 10.06. um 20:10 Uhr in meiner Facebook-Gruppe mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion, voll Energie und Leistung, in der neuen Leichter Leben mit Hashimoto TV Live-Übertragung. In der Facebook-Gruppe wird das live übertragen. Du hast hier die Möglichkeit, auch interaktiv dabei zu sein, Fragen zu stellen, zu kommentieren und so weiter und so fort. Ist also alles möglich. Und jetzt gibt es natürlich auch noch für die, die sagen, ja, was mache ich denn bis dahin? Oder was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Ich bin jetzt viel unterwegs. Oder Peter, du hast eben schon den Smoothie angesprochen. Bleiben wir mal beim Smoothie. Was gibt es denn da für Möglichkeiten mit den Smoothies? Was kann ich denn da machen, um auch mal ein paar leckere, gesunde Smoothies auf den Tisch zu bringen, die zusätzlich auch noch satt machen? Das ist natürlich auch eine große Herausforderung, Smoothies zu finden, die satt machen. Viele haben da nämlich schon eine große Herausforderung. Und für genau für diejenigen, die jetzt Bock haben auf Smoothies und sagen, der Sommer kommt, ich brauche mal morgens was Leichtes, für die gibt es mein E-Book in der zweiten Auflage Gesunde Smoothies jetzt als Geschenk. Die sind mit in Hashimoto Care Paket eingeschnürt für dich. Und ich poste jetzt mal den Link dazu. Du kannst mal in den Kommentaren schauen. Hier einfach nur die E-Mail-Liste, die E-Mail-Adresse vorbeischicken, mit eingeben und ich schicke dir dann die Liste mit den ganzen Sachen zu. Und schon hast du die Möglichkeit, deine Smoothies jetzt jeden Morgen auszuprobieren. Und da sind sogar noch paar Tipps dabei, wie du aus diesen Smoothies dann noch ein leckeres Eis für den Sommer machen kannst. Denn ich merke, im Dachgeschoss, ich schwitze schon ganz schön jetzt. Also es ist schon sehr warm geworden. Und von daher so ein gekühltes Eis, so ein leckeres Smoothie, die wären jetzt ideal. So, das war's für heute. Für alle, die jetzt hier noch schnell abschreiben wollen, hier gibt es das Hashimoto Care Paket mit den Smoothies. Ich freue mich auf dich morgen in der Facebook-Gruppe mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion, voll Energie und Leistung zu Leichter Leben mit Hashimoto TV, 20 Uhr und 10. Sei rechtzeitig da, dann gibt es die restlichen vier Tipps für deine Ernährungsumstellung, wie du das am besten machen kannst. Ich sage tschüss, ciao, ciao. Bis morgen.